Sie sind hier, 16. August 2018, 14.31 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Carlos Sainz, L, fährt ab 2019 für McLaren, ersetzt dort Fernando Alonso. Er Urheberrecht Getty Images. Nur wenige Tage nach dem Rücktritt des Spaniers Fernando Alonso stellt McLaren dessen Nachfolger vor. Es ist ein Landsmann des zweimaligen Weltmeisters. 2 Tage nach der Rücktrittsankündigung des zweimaligen Formel-1-Weltmeisters Fernando Alonso zum Saisonende hat dessen Rennstall McLaren die Nachfolge geregelt. Wie das Traditionsteam aus Woking am Donnerstag bekannt gab, wird Alonsos spanischer Landsmann Carlos Sainz Jr. 23 im kommenden Jahr den Platz des 37-Jährigen einnehmen. Der Sohn von Rallye-Legende Carlos Sainz unterzeichnete bei McLaren einen Vertrag über mehrere Jahre. Ich freue mich, endlich bestätigen zu können, dass ich ab der Saison 2019 ein McLaren-Fahrer sein werde. Ich bin sehr gespannt auf das nächste Kapitel meiner Karriere, sagte Sainz, der er aktuell bei Renault-Teamkollege des Emerichers Nico Hülkenberg ist. Sainz, seit Kindesalter McLaren-Fan. Ich bin ein McLaren-Fan, solange ich mich erinnern kann. Es ist etwas ganz Besonderes, dass ich als Teil der nächsten Generation spanischer Rennfahrer am Steuer eines McLaren Platz nehmen werde, führte Sainz aus dessen Renault-Cockpit 2019 an den Australier Daniel Ricciardo, derzeit Red Bull, geht. twitter.com/Carlos Sainz55/Status/1030065947476934656 Sainz bestreitet. Aktuell sein 4. Jahr in der Motorsport-Königsklasse, mit 30 Punkten belegt er 9 Rennen vor Saisonende den 11. Rang in der Fahrer-WM. McLaren kündigte weiter an, den 2. Stammfahrer für 2019 in Kürze bekannt zu geben. Der Vertrag des Belgiers Stoffel Vandoorne, 26, läuft am Jahresende aus. McLaren-Ersatzfahrer Lando Norris, 18, Großbritannien, werden gute Chancen auf das zweite Cockpit eingeräumt. Von Sportinformationsdienst.